Hallo, Freunde der leichten Unterhaltung. Da sind wir wieder bei Pro Evolution Soccer 2018 und der Karriere mit Everton. Das letzte Spiel in dieser Saison steht an gegen West Bromwich Albion. Ich habe gerade wieder mal geschaut. Das Hinspiel haben wir 1 zu 2 verloren. Tor von Bulacy auf unserer Seite und dann zweimal Rondon für West Brom, die mit Platz 11 schon mal ganz safe sind. Platz 2 bis Platz 4, da geht es für uns also jetzt darum, einfach zu gewinnen und mal schauen, wo uns das am Ende hinträgt. Und jetzt mal die Aufstellung hier. Oh, Schneiderlin. Nicht wirklich gut drauf. Lukaku eher hier hinsetzen. Brodhead nehmen wir mal mit. Calvert-Lewin für Walcott und auch Alario darf mal wieder spielen. Und Funes Mori fährt auf jeden Fall mit. So. Gut, ja, dann haben wir das. Schauen wir mal kurz die Aufstellung von West Brom an. Foster im Tor. Egazi, Evans, Gibbs, Dawson, Morrison, Field, Chudley, Phillips, Rodriguez und der Topmann Rondon im Sturm. Ja, also wie gesagt, danach kommt noch eine Folge, wo ich dann nochmal jeden einzelnen Spieler durchgehe, wie er denn so abgeschnitten hat, positiv oder negativ für uns. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr schon mal neue Spieler im Augenschein habt, die ich verpflichten könnte, die euch gefallen würden. Denn die Folge heute, also Donnerstag, kommt hier raus. Und die letzte Folge dann, also nochmal mit der Zusammenfassung, kommt morgen Freitag. Und dann werde ich eine klitzekleine Pause machen. Wahrscheinlich bis Ende nächster Woche. Bis dahin habt ihr nochmal ein bisschen Zeit vielleicht, um zu überlegen, welchen Spieler ihr da vielleicht gerne sehen würdet. Ansonsten zauber ich mir da selber was aus dem Hut. Weißt du, wenn wir erstmal das letzte Spielchen hier vor ausverkauftem Haus im Stadion von West Brom absolvieren? Pardew, Trainer dort. Klassisches 4-4-2-System. Higazi. So, und Kapitän Mangala. Auch da hätte ich vielleicht mal was in der Saison tun sollen, an meinen anderen Kapitän bestimmen. Viele gelb vorbelastet beim Team von Bad Joker, aber so richtig ist nie einer vom Platz geflogen. Da werden wir mal hier ins letzte Saisonspiel gehen. West Brom mit dem Anstoß von links nach rechts. Egazi mit dem Fehler. Das ist gut gespielt. Und das ist das 1 zu 0. Calvert-Lewin macht's. Ich bin auch am Ende mal gespannt, wer bei uns die meisten Tore hat. Ich würde mal noch behaupten, das müsste er sogar sein. Davis mit dem Pass, Bolasie. Foster kann noch zur Seite abklatschen, aber Lewin nicht im Abseits. Frühe Führung hier. Das fehlt mir leider, diese Einblendung halt, wer wie viele Tore gemacht hat in der Saison. War auch schon wieder knapp bei Hegazi, den Ball da zu verlieren.
Gibbs aber kommt nicht an den Ball ran. Einwurf für Everton. Sigi mit dem Pass, aber von Phillips abgefangen. Abseits, knapp, würde ich sagen, Rondon. Ja. Haaresbreite, Fußesbreite. Nobles of Baines. Lassi. Baines. Flankt sofort rein und 2 zu 0. Gouillet macht's. 11 Minuten gespielt. Der zentrale Mittelfeldspieler hier vorne mit drin. Läuft, da sehen wir ihn schon. Angelaufen. Jetzt an der Elfmetermarkierung stiehlt sich da weg und wunderbar 2 zu 0. Vorlage von Leighton Baines. Damit haben, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Oh. Fehler von Bulacsi. Scheint heute nicht die sicherste Abwehr hier zu sein von West Brom. Gut gemacht von Coleman. Hat da Platz. Kann da rausgeben zu Calvert-Lewin. Alario und 3 zu 0. 16 Minuten, jeder darf mal in die nicht vorhandene Defensive von West Brom. Coleman greift keiner an, Lewin dann schön mit der Flanke und Alario mit dem Kopf. Das hätten wir gerne öfter von ihm gesehen in dieser Saison. Lewin mit der Vorlage, ein Tor, eine Vorlage. Die machen sich da das Leben selbst zur Hölle hinten. Die Gazi kriegt da gar nichts gebacken. Na? Da ist eine Fobulasi. Rodriguez auf Chatli. Er kann die Flanke reinbringen, kommt nicht an. Morrison kommt im Mittelfeld an den Ball. West Brom weiter in Ballbesitz. Und da ist das 1 zu 3, wollte ich schon sagen. Das war wirklich knapp. Erste gute Gelegenheit für das Gastgeberteam. Schöne Flanke hier. Und Rondon war's. Erste Gelegenheit nach ein bisschen mehr als 20 Minuten. Ugani auf Coleman. Der auf Sigi. Rondon raus auf Rodriguez. Verliert den Ball an Coleman, aber es gibt eine Ecke. Oder auch nicht. Hätte ich anders gesehen. Chatli setzt sich da durch gegen Coleman.
Seitenverlagerung von Everton auf die linke Seite jetzt. Bolasie. Trickst ein bisschen rum. Baines mit der nächsten Flanke und gute Gelegenheit wieder für Levi mit dem Kopf. Der Youngster. Gute Flanke hier. Fällt gerade auf, dass die Trikots ziemlich gleich aussehen. Oh, das sieht gut aus. Gelegenheit. Und da ist das Tor. Und da sieht auch der Goalie nicht gut aus. Rodriguez mit dem 1 zu 3. Und Robles. Möchte ich gerne nochmal sehen. Aber das deutete sich schon an, dass es eine gute Gelegenheit gibt für West Brom. Denn der Pass von Rodriguez hier auf Rondon und dann Rugani rückt raus. Freie Bahn. Na, den kann man halten. Robles, den kann man halten. Da kann man sich ein bisschen größer machen. Nicht so zusammensacken. 1 zu 3 nur noch. Nach 36 Minuten, also eine muntere letzte Partie hier. Ja. Und auf einmal ist West Brom hier ein bisschen mehr im Spiel. Sigi Bolasie. Puh. So frei kommst du selten. Also dieser Partie zwar schon öfter gesehen jetzt, aber das war eine hundertprozentige auf Seiten von Everton. Und Bolasie nutzt sie leider nicht aus. Weiter ein 1 zu 3. Phillips, diesmal über die rechte Seite West Brom. Und Rondon. Und Robles hält zwar, aber auch das ginge besser. Levin. Nicht so allerbestens gemacht, aber Bolasie kommt noch ran. Und Levin. Wieder eine gute Gelegenheit. Diesmal keine hundertprozentige, aber was er noch daraus macht, sensationell. Davis, Alario mit dem Pass und Levin. Knapp war's. Gleich Halbzeit. Diesem tollen Fußballspiel hier. Und Alario kämpft hier um jeden Ball. 3 zu 1 für das Team, das auswärts spielende Team aus Everton. Ja, Ballbesitz für West Brom, mehr Schüsse für Everton. Jetzt in die zweite Halbzeit, diesmal ein Schuss für Everton von links nach rechts. Spiel an Super Sigi. Der wird sich das natürlich nicht nehmen lassen. Aber war nicht schlecht, war nicht schlecht. Einer der besseren Versuche. Chatli. Calvert-Lewin. Ne, das war nicht Calvert-Lewin, das war auch wieder Super Sigi, der hier die Linie entlang läuft.
Gibbsfield. Mit der Flanke. Und Robles ist da. Das macht er nicht gut, der Robles. Und Rodriguez. Und 2 zu 3. Fehler von Robles. Nachdem Rondon im Hinspiel 2 Tore macht, macht jetzt Rodriguez 2 und auf einmal schwimmt Everton. Nach 3-0 Führung und noch wenigstens 2 hundertprozentigen Chancen und 2 zu 3 nur noch nach 53 Minuten und West Brom ist wieder da. Ein besseres Abschlussspiel hier kann man sich gar nicht vorstellen, aber Robles patzt wieder. Der Abwurf zum Gegner. Der Ball kommt postwendend zurück und das ist nicht gut für ihn. Tja. Calvert-Lewin, Alario und Foster. Bolasie wieder. Ah, schade. Wenn er den Pass an den Mann bringt, an Alario, das ist vielleicht eine gute Chance. Rodriguez! Und 3-3. Unfassbar, unfassbar. Da lässt sich Rugani einfach eine Körpertäuschung austanzen. Und jetzt trifft Rodriguez dreifach, eine Stunde gespielt. Das Spiel ist auf den Kopf gestellt. Wie hatten wir das gegen Liverpool? Da hat Liverpool 2-0 geführt. Nach der 4. und nach der 49. Minute. Und am Ende ging das Spiel 2-2 aus nach Toren. In der 91. und 94. Minute. Aber hier diese Körpertäuschung, da ist Rugani nicht gut. Robles möchte ich da diesmal nicht den schwarzen Peter zuschieben. Aber er lässt sich da auch einfach austanzen, Rugani. Nee, nee. Tja. Da sieht man mal wieder, warum man nicht ganz vorne mitspielt. Funes Mori für Rugani und Lewin raus, für kommt Walcott. Das ist schon enttäuschend hier. 3-0 führte man nach ein bisschen mehr als einer Viertelstunde und jetzt steht es 3-3. Walcott verliert den Ball unnötig dort. Schöne Gelegenheit, Walcott. Gut, wie er hier an der Nummer 3 vorbeikommt. Und Foster kriegt den Ball dann noch am Tor vorbei. Oh, gute Parade von Foster. Rodriguez, Weltklasse. Und jetzt kommen sie wieder. West Brom. 67 Minuten gespielt. Rodriguez setzt sich da gegen Mangala durch.
Und Rondon fast mit der 4:3 Führung. Was für ein Spiel hier. Rondon und Rodriguez. Ah, das hätte er nicht machen müssen, Davis. Wieder die schnellen Leute von West Brom. Phillips. Rondon holt sich den Ball wieder. Oi. Wenn das so weitergeht, glaube ich nicht, dass das 3:3 ausgeht. Ah, da stehen sie sich auch noch im Weg rum. Keiner will den Ball so richtig haben. Was ist denn hier mit Everton los? Sie haben das Fußballspielen völlig eingestellt. Auch nicht das erste Mal in dieser Saison. Rooney kommt noch für Ziggy. Die letzten 13 Minuten. Coleman. Walcott hat Platz, hat Zeit, kann laufen, kann flanken. Alario kommt nicht ran. Bolasi. Und Foster. Rodriguez, der Mann des Spiels. Alario, nochmal raus auf Bolasie. Und Foster ohne Probleme. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Da gibt es dann nochmal eine Gelegenheit. Gibbs kann nochmal flanken. Rondon kommt nicht ran, aber Phillips nochmal. Gut dazwischen vom Mangala, aber es gibt trotzdem nochmal die Szene. Dawson. Phillips. Chatley. Und Roberts. Jetzt ist das Spiel zu Ende. 3:3, das gibt es nicht. Das Spiel war nach 16 Minuten doch schon entschieden und Everton war der sichere Sieger. Doch zwei weitere hundertprozentige Torschancen, die sie nicht genutzt haben, reichten dann halt nicht aus. Gut, dass die Höhepunkte nicht gezeigt werden. Und somit kam West Brom zurück. Erstmal aber die dritte Minute. Levin mit dem 1:0. Dann Gouillet in der 11. Minute. Baines mit der Vorlage. Da lief alles zu einfach, möchte man sagen, zu glatt. Die Abwehr von West Brom stand nicht auf dem Feld. 16. Minute Levins Vorlage auf Alario, dem danach leider auch nicht mehr so viel gelang. War fast wie ein Fluch, das Tor. 33. Minute, ja, das war die große Chance nochmal.
Das war auch eine gute, ja. 36. Minute, dann das 1 zu 3. Rondons Vorlage und ja, Rugani sah bei dem Gegentor nicht gut aus und auch Robles nicht. Bulassi 40. Minute, die hätte er machen müssen. Müssen. Aber nein, sollte nicht so sein. Dann wiederum die 42. Minute Rondon. Diesmal Robles pariert, aber auch hier nicht wirklich sicher. Calvert-Lewin da nochmal in der 45. nochmal eine sehr gute Gelegenheit, was er daraus macht. Also es gab noch drei weitere Torchancen in der ersten Halbzeit, die man hätte nutzen können. Tja, währenddessen 53. Minute dann der Fehler von Robles und Rondons Vorlage auf Rodriguez zum 2 zu 3. Und dann die 59. Minute. Rodriguez antritt, Rugani verschläft. Und der 3 zu 3 Ausgleich. Tja. Mal sehen, wie Chelsea und Arsenal gespielt haben, aber es müsste eigentlich fast, denke ich mal, auf dem vierten Platz hinauslaufen. Dann nochmal Walcott mit dieser guten Gelegenheit. Genauso wie hier Foster dann. Heute der bessere von den beiden Keepern auf dem Platz. Musste jetzt auch dreimal hinter sich greifen, war aber, wenn er an den Ball kam, deutlich besser positioniert und den besseren Reflexen. Davis nochmal, ja. Auch nicht die beste Variante, da abzuschließen in der 71. Minute. 94. Minute nochmal Chudley. Da Robles diesmal gut zur Seite. Ja, und das war die letzte Partie in dieser Saison. Bester Mann Rodriguez mit 8,0. Bei uns Calvert-Lewin mit 7,0. Und wir gucken auf die Ergebnisse. Swansea gegen Brighton & Hove 0 zu 3. Tottenham Chelsea 0 zu 3. Watford Crystal Palace 1 zu 1. West Brom Everton 3 zu 3. West Ham Huddersfield 1 zu 1. Liverpool verliert gegen Leicester 0 zu 1. Man United gegen Bournemouth 2 zu 0. Newcastle Man City 0 zu 2. Southampton gegen Arsenal 1 zu 4. Und Stoke gegen Burnley 2 zu 0. Tja, also Man United 90 Punkte am Ende. Vor Chelsea und Arsenal mit je 76 Punkten. Arsenal am Ende ein Platz nach oben. Wir fallen auf die 4 mit 74 Punkten, aber trotzdem 21 Siege, 11 Unentschieden, 6 Niederlagen, 60 zu 30 Tore. Differenz von 30. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Man City auf der 5 am Ende, auch noch ein Platz nach oben. Tottenham auf der 6 und Liverpool auf der 7. Das sind alle internationalen Teilnehmer. Wir spielen Champions League. Ich weiß nicht, ob wir hier die Quali haben, wahrscheinlich auch. Also sind wir auch damit denn dabei. Und dann Stoke, Southampton und West Ham unter den ersten 10. West Brom auf der 11, Swansea 12, Leicester 13, Brighton & Hove, Bournemouth und Burnley gehen nochmal nach unten. Und Brighton & Hove war auf dem. Brighton & Hove war, glaube ich, 16. Zwei Plätze nach oben. Crystal Palace rettet sich am Ende mit 34 Punkten. Newcastle steigt ab mit 34 und Watford und Huddersfield mit 31 und 30 Punkten. Aktuelle Monatsbericht. Ein Sieg und zwei Unentschieden. 6 zu 5 Tore. Knapp. Gueye, Rooney und Niasse Torschützen. Mangala kommen, Baines Vorlagengeber. Wirklich immer nur immer verschiedene Vorlagen und Torschützen, aber nie einer mal doppelt oder dreifach getroffen in den letzten drei Spielen.
Und die beste Elf der Premier League wurde gekürt. Ja, von uns ist da leider keiner mit Debüt. Courtois, Tor, Chelsea, in der Abwehr Alexandro Man United, Matip Liverpool, Koscielny Arsenal und Valencia Man United. Im Mittelfeld Wanyama, Tottenham, Pogba Man United, Fabregas Chelsea und Özil Arsenal. Und im Sturm Harry Kane von Tottenham und Sanchez von Man United. Bekanntgabe des Nationalmannschaftskaders, weiß gar nicht, ja. Aber WM ist er ja hier auch mit vertreten. Die Stimmung für die Coleman sorgt hat zweifellos einen positiven Effekt auf die Mannschaft, auf die Leistung der Mannschaft. Sie haben Stufe 2 der Anführerteamrolle erreicht. Die Form von noch mehr Spielern wird für Derbys und andere wichtige Spiele um 1 erhöht. Sehr schön. Sportdirektor von Marseille ist ein Angebot für Robles eingegangen. Okay. Gute Neuigkeit. Wir haben uns entschlossen, Ihnen eine Vertragsverlängerung anzubieten. Bitte reagieren Sie auf dieses Angebot, indem Sie die Angebotsliste aufrufen. Bitte entscheiden Sie bis zum 30. Juni. Mache ich doch glatt. Nämlich, das ist wichtig. Ist immer noch Chelsea, die auch ein Angebot. Tag in Planung. So, sehr gut. Mehr wollen wir da gar nicht machen. Wie gesagt, die anderen Sachen. Spielerstatus. Ja, da gucken wir mal, wer ist denn so alles nominiert? Pickford. Keane, hier steht ehemals ein Spieler für England. Pickford, Keane für England. Baines für England. Walcott für England. Dazu Coleman, Irland. Gueye, Senegal. Sigurdsson, Island. Niasse, Senegal. Klaassen, Niederlande. Und Rajkovic, Serbien. Und Verhandlungen, Robles. Jordi Alba. Nope. Und Robles. 12 Millionen, nö, 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 nö. Das machen wir alle dann auch erst zur neuen Saison. Und jetzt speichern wir. Und dann sehen wir uns morgen wieder, dann zur letzten Folge in dieser Saison. Und ja, da zeige ich euch dann erstmal nochmal die ganzen Statistiken, Torjäger und auch die ganzen anderen Ligen, was so alles möglich ist, was wir uns hier angucken können. Da werden wir also noch wieder ein bisschen Zeit verbringen. Ich sage auf jeden Fall wieder vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns morgen wieder zur letzten Ausgabe dieser ersten Season von Let's Play Pro Evolution Soccer 2018 Karriere mit Everton. Bis dann. Tschüss.